Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Wir werden heute nochmal in die Ansaab gehen. Wir haben uns ein neues Feld gepachtet. Ich weiß, damit fange ich jetzt sehr früh an. Allerdings werden wir immer mehr Geld brauchen, weil immer mehr Kosten anfallen. Deswegen, ja, habe mich dazu nochmal entschlossen anzudrillen. Satzzeitpunkt ist relativ spät. Deswegen müssen wir dementsprechend viele Körner säen. Das ist das, glaube ich, die Fläche. Ne, noch eins weiter. So, wir werden Gerste ansäen. So. Genau. Das ist nun mal der Plan für heute. Jetzt mal da mal ganz kurz gucken. Da kann ich halt. Uns blüht alles schon. Was muss ich da jetzt machen, wenn ich da jetzt. Quatsch. Will ich da jetzt säen? Ich teste das mal ganz kurz aus. Ich möchte jetzt hier säen. Säe ich dann das Unkraut? Ja, oder? Dann säe ich quasi das Unkraut weg in dem Fall. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das einfach. So, dann wird es halt ein bisschen kalkig, der Schlepper, aber das ist ja egal. So, wir müssen jetzt mal uns eine perfekt gerade Route raussuchen, wo wir sagen können, ja, da können wir anfangen. Ich würde mal sagen, wir gucken, dass wir hier die GPS-Route ansetzen. So, wir sollten mit dem Hügel hier ein bisschen. Dass wir hier quasi reinkommen. Dass er quasi hier so geradeaus fährt. Allerdings muss ich jetzt erstmal gucken, dass wir einen vernünftigen Kurs fahren. Wie war das jetzt nochmal drüber? Linien kannst du ruhig anzeigen. Das ist kein Problem. Dann fahren wir mal. Das ist natürlich noch anschalten. Einmal runter. Jetzt gut. Und dann setzen wir jetzt nochmal einen B-Punkt. Dann hat er dementsprechend eine Linie. Was war das jetzt nochmal für Dings ausgehen? Hier, das da war's. Gut, ich muss mich in das Thema GPS noch ein bisschen reinfuchsen. Denn ja, wie man gerade gesehen hat, bin ich jetzt noch nicht so super da drin. In dem Prospekt. Allerdings, ja, machen wir das. Machen wir das Beste draus, ne? So. Und jetzt gleich mal gucken, auf was ist denn das eingestellt? Machen wir automatisch. Weil wir machen. Die Fahrgassen jetzt anzumachen bringt nichts. Beziehungsweise relativ wenig. Nein. Deswegen machen wir die Fahrgassen aus, weil das sind keine 12 Meter. So, und dank GPS gehen wir jetzt schön unsere Bahn. So, sorry, dass heute kein Video oder gestern kein Video online kam. Hatte die am Wochenende nicht die Zeit zum Vorproduzieren und muss das jetzt irgendwie hinterher irgendwie so reinschieben. Ich hoffe, das bringt mir jetzt hier nicht irgendwie was durcheinander. Ja, wir werden es. Wir werden uns anschauen, wie das funktioniert. Drückt mir und uns die Daumen.
So. Ein bisschen reinfuchsen muss ich mich noch. Ne. Allerdings, wenn ihr Tipps und Tricks habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Bin froh über jeden Tipp und über jeden Trick, den ihr habt. Ich kann halt leider mit Reverse Play keine Fahrgasse machen. Deswegen, ja, muss ich das jetzt so hinnehmen. Erste Bahn, zweite Bahn, dritte Bahn. Fange ich mal gleich mal nochmal von der anderen Seite an. Würde ich sagen, weil mir bringt das jetzt nichts, wenn ich jetzt hier nicht dran denke an die halbseitige Abschaltung. Das ist natürlich doof. Gut. Egal. Ja, aber auf dem Feld hier hatte schon irgendwie ein bisschen zu kämpfen. Mein kleiner Freund hier. Der gute Fendt. Aber gut, was soll ich sagen? Er hat halt zu kämpfen. So, die äußere Bahn mache ich ohne GPS. Denn es ist jetzt gerade mit dem Thema sehr schwierig jetzt hier. Sprich, weil das Feld halt auch einfach kurvig ist. So rum. Deswegen wollen wir mal den Spurreiser hier an der Seite. Halbseitige Abschaltung macht man auch nicht. Ja, perfekt. Gut, dann. Da muss ich gucken. Das wäre auch eine GPS-Bahn, glaube ich. So, jetzt können wir die halb. Kollege, bremst du mal bitte. Ich möchte jetzt nicht in die Bäume fahren. Und eigentlich gehört das Waldstück auch gar nicht, deswegen darf ich eigentlich rein rechtlich gesehen gar nicht hier durchfahren. Ne, so, das wollte ich haben. So. Dadurch, dass wir die halbseitige Abschaltung nicht haben, muss ich jetzt hier so Platz finden. Oh man, dann hat wieder aus, der stört nur. Gut, das passt. Und dann schalten wir. Fahren wir einmal so rum. Gut, ansehen ist immer eine Kunst für sich. Mal klappt's nicht. Wir sagen, hier klappt's jetzt so einigermaßen. So, ein kurzer Fußstand. Wir sind gut vorangekommen mit unserem Fahrgasten. Ich zähle das jetzt noch weiter durch und dann werde ich mal gucken, dass ich da noch ein bisschen Dünger oder so aufschmeiße, weil das ist nicht so gut, wenn da. Ja, jetzt ist es aus. Nicht so gut, weil wenn da der Unkraut drin ist, dann müssen wir den natürlich auch nochmal entfernen und wir werden auch gucken, ob wir Mist nochmal. Ne, Mist aufschmeißen, das ist jetzt dumm. Gerade gesät. Nee, Mist auf können wir nicht mehr schmeißen. Aber düngen können wir auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Nun ja. Gut. Ja. Es sollten, wenn es aufgeht, 15 Meter Fahrgasse sein. Sprich, dass ich mit meinen 15 Meter Griffers durchkomme. Schauen wir mal, ob es klappt. Und wir hoffen, dass es nachher nicht mehr. Na gut, wir haben jetzt November. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir noch unsere Liese runterkriegen. Dass wir unser Heu noch einlagern können, das ist natürlich das Wichtigste jetzt. In dem Aspekt gerade. Deswegen würde ich das gleich im Anschluss danach machen, wenn das so eine Zeit noch bleibt. Ich denke schon. Vielleicht hätte ich jetzt fast fertig.
das Vorgewende gedrillt habe. Ich glaube schon, ich hoffe mal. Sonst müssen wir natürlich nochmal drüber gehen. Das wäre natürlich ein bisschen doof. So. Gut. Natürlich jetzt hier schlecht zu erkennen oder schlechter zu erkennen, aber es klappt irgendwie. Und dann werden wir auch unsere Fahrgäste dementsprechend ansetzen. Sprich, hier nochmal im Vorgewende die Fahrgäste zu machen. Das kommt dann wahrscheinlich gleich zu den Stills. Da kann man nämlich hier freudig umdrehen. Und ja, das ganze Seiten müsste man theoretisch nicht durchziehen. Diese übrigens gehört auch noch uns. Da haben wir, die haben wir auch diese Folge gepachtet. Naja, gut. Also, dann werden wir jetzt mal hier, nein, nicht zurück, vor, einmal ansetzen. Und jetzt mit Außenperspektive schauen, wann wir die Fahrgäste brauchen. Jetzt ziehen wir einmal durch und dann hoffe ich mal, dass das Thema fertig ist. Ein kleines Stück mache ich nochmal auf. Dann werde ich jetzt nämlich noch ganz kurz hier hochziehen. So. Voilà. Gewichtsverteilung bei dem Traktor ist nicht so das Wahre vom Ei. So, dann haben wir auch noch den Spurweiser nochmal dran. Und ich glaube, dann dürfte das mit unserem, mit der heutigen Folge dann auch bald gewesen sein. Ich bedanke mich fürs aktive Zuschauen und fürs auf dem Kanal wieder erscheinen. Ich bedanke mich sehr dafür. Wir sehen uns, beziehungsweise hören uns in der nächsten Folge, wenn es wieder weitergeht. So, hoppala. Gut, dann. Ja, gut, ob das jetzt hier noch so was Tolles wird, weiß ich jetzt nicht. Schauen wir mal. Spurweiser ist drin. Gut. 1, 2, 3. Ah, gut. Da müssten wir jetzt nicht irgendwie noch eine Fahrgasse machen. Das würde den Rahmen zu sehr sprengen. So. Wir machen keine Fahrgasse, aber sehen das jetzt noch kurz fertig. So. Und dann in der nächsten Folge machen wir den Schnitt. Wir schnibbeln ein bisschen Gras. Und ja, dann, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bin froh, wenn ihr wieder einschaltet. Man hört sich. Ciao, ciao.